Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Tree of Xavier. Heute will ich euch zeigen, wie man das Kafrisan Set farmt. Das ist insofern interessant, weil es heißt, dass dieses Set eines der besten, nicht sogar das beste Set im Spiel ist. Und das liegt daran, dass es einem nicht nur zusätzlichen Schaden, sondern einen kompletten zusätzlichen Angriff gibt. Also wenn ihr jetzt mal auf die Schadenszahlen schaut, kommen da zwei anstatt. Einmal die 98. Liegt daran, dass sich dieses Set anfängt. Das bringt halt zusätzlichen Schaden. Und wie farmt man das Set? Das ist ganz einfach. Ihr braucht diesen Mob hier. Diesen kleinen Boss. Den findet ihr auf der Weltkarte in Srauta Scourge bei Klaipeda. Und in Srauta Scourge selbst müsst ihr nach Nepavi Grassland, das ist vom Port, hier runter. Und dann müsst ihr einfach dieses immer ein Setteil, immer ein Setteil von diesem Set. Das Set besteht aus Brustrüstung, Hosen, Handschuhen und Füßen, also vier Teile, das sieht man auch hier in der Übersicht. Und wenn ihr das Set habt, zieht alle Teile an und dann bekommt ihr diesen Lernchip. Ich habe das schon mal ein bisschen rumprobiert. Der bringt schon einiges. Und was ihr noch machen könnt, das ist das Upgraden dieser Gegenstände. Das zeige ich euch jetzt, wie das funktioniert. Weil ihr habt ja sicher gesehen, dass da jetzt plus 3 stand vor diesem Gegenstand. Ich zeige das nochmal fix. Na komm. Und zwar, wenn ich mit der Maus drüber gehe, seht ihr plus 3 Chafrisan. Na? Jetzt. Hier, plus 3 Kafrisan Armor. Also der heißt plus 3. Plus 3 bedeutet in dem Fall, er hat seine physische Verteidigung ist um 6 gestiegen. Das seht ihr da physische Verteidigung 17 und unten drunter steht Unveil Enhancement 6. Also waren es vorher mal 11 und müssten dann vorher mal 11 gewesen sein, jetzt sind die 17. Hier auch physische Verteidigung, hier ist es Accuracy, also Genauigkeit, und hier ist es Ausweichchance. So, und wie macht ihr dieses plus 3? Das geht auch für Waffen, ich zeige es jetzt auch gleich mal in der Waffe. Ihr geht zum Item Merchant, und zwar auf Seite 2, und holt euch dort diese Anvils, also die Schmiedeblöcke. Ich komme jetzt gerade nicht drauf auf das deutsche Wort. Da holt ihr euch halt 4x3, 12 Stück, und dann könnt ihr die komplette Rüstung auf plus 3 machen. So, habe ich nur genug Geld. Ja. Okay, jetzt habe ich mir also 5 Stück geholt, weil ich die Waffe auf plus 5 machen will. Übrigens plus 3 bei Rüstung und plus 5 bei Waffen funktioniert immer zu 100%. Da kann nichts schief gehen. Und erst danach wird die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges etwas geringer. Also wie macht ihr das? Ihr drückt rechts auf den Anvil und dann links auf den Gegenstand, den ihr upgraden wollt. Dann kommt dieses Fenster, dann drückt ihr auf Enhance. Und ich kann das nicht machen, weil ich nicht genug Gold habe. Dann drückt ihr auf jeden Fall auf Enhance, dann kommt hier, stellt sich dieser Anvil vor euch hin, den zerschlagt ihr, macht ihr kaputt. Wenn ihr den kaputt gemacht habt, dann bekommt ihr den Gegenstand zurück. So, was kann ich euch noch zeigen? Ich wollte euch noch zeigen hier, diese Gems, diese Edelsteine. Ihr könnt die Gegenstände sockeln. Ich habe das irgendwo, habe ich das auch schon gemacht. Hier, bei den Handschuhen. Und dann seht ihr, daneben öffnet sich nochmal so ein Feld. Da ist jetzt kein jetzt habe ich hier irgendwie die Nachbarn, die lauten, Entschuldigung. Da ist jetzt kein Edelstein drin, da soll der hier rein, aber bevor ich den hier reinmache, erkläre ich euch erstmal, was das mit diesen Gems auf sich hat und wie ihr einen Gem verbessern könnt.
Und zwar um einen Edelstein zu verbessern. Ihr seht ja, der kann Erfahrungspunkte sammeln. Hier braucht er 300 für den ersten Level ab. Und wenn er halt ein Level ab hat, von einem Stern auf zwei Sterne, erhöhen sich die Effekte. Also bei den roten zum Beispiel die maximale Attacke plus 4, wenn ich ihn auf eine Waffe packe, wird zu maximaler Attacke plus 6, wenn ich ihn auf eine Waffe packe. Die physische Attacke bei einem Nebenhandgegenstand, also Schild oder Dolch zum Beispiel, physische Attacke plus 7 bei Level 2 und bei Level 1 nur plus 5. Und so könnt ihr diese Games halt hochleveln bis zum geht nicht mehr. Beziehungsweise ein paar Level. Wie geht das? Ihr müsst euch einfach mit der Einfügen-Taste hinsetzen, drückt auf das Game Enhancement, zieht euren Edelstein hier rüber und packt dann hier unten andere Gegenstände rein. Ihr könnt da hier normale gefarmtes Zeug reintun, da gibt aber nicht viele XP. Nur 115 für 23 von diesen Batwings. Aber wenn ihr andere Edelsteine hier reinpackt, dann kriegt ihr 100 plus 100 XP pro Edelstein. Das heißt, ich bräuchte jetzt nur 9 weitere Edelsteine, um diesen hier auf plus, also auf Stufe 3 zu kriegen. Machen wir jetzt nicht. So, jetzt sagt ihr, okay, Maximum Attacke plus 6, aber Minimum Attacke minus 2. Das ist ja irgendwie doof. Ihr könnt diesen Negativ-Effekt, bevor ihr diesen Gegenstand, bevor ihr diesen Edelstein ausrüstet, könnt ihr die negativen Effekte entfernen. Und zwar geht ihr da zu einem so einem Alchemistentypen mit diesem Edelsteinsymbol vor dem Titel des Shops, macht einen Doppelklick darauf und zieht euren Edelstein in dieses Fach. Und dann seht ihr, werden alle negativen Effekte auf 0 gesetzt. Macht das aber erst, weil es kostet ein bisschen was, macht das erst, wenn ihr den Gegenstand auf oder den Edelstein auf der Stufe habt, die ihr wollt. Genau. Und so funktioniert das. Also so bringt ihr halt eure Rüstungen, könnt ihr eure Rüstungen verbessern, indem ihr A, Lust, also mit plus 3, plus 4, plus 5 verseht, dann da werden die Main-Stats quasi verbessert und ihr könnt dann halt sie sockeln. Das macht ihr beim Schmied, und wenn ihr sie gesockelt habt, dann könnt ihr Edelsteine reinpacken. So, jetzt wollte ich mal gucken. Ich habe das jetzt hier schon auf Level 3 und es ist immer noch bei plus 10%. Irgendwie bringt das nichts, das hochzuleveln, habe ich das Gefühl. Deswegen lasse ich das jetzt mal. Ja, so viel zu dem Thema. Dann gehen wir doch mal fix die Sammlung erweitern. Durch eine neue Kiste, eine neue Sammlung gefunden. Die geben wir, wie gesagt, hier bei diesem Magic Association Typen ab, indem wir den eröffnen und einen Rechtsklick auf die Collection machen. Mit Linksklick können wir es eröffnen, dann sehen wir, aha, wir haben auch Gegenstände, die wir da reinpacken können. Das machen wir auch direkt. So. Und so. So, diese Chain Boots, die hatte ich mal. Die habe ich jetzt nicht mehr. Schön. Und genau, das ist eigentlich alles. Und dann wollte ich noch zum Schwertmeistertypen, weil ich wollte gerne noch gucken, was ich bei dem lernen kann. Ich wollte gerne das hier lernen. Kostet 550 Silber, habe ich gar nicht. Ha, also erstmal ein bisschen Silber fahren. Alle, die nur interessiert waren an dem, wo finde ich das Set in Strata's Scott, wie mache ich Plus auf meine Gegenstände und Waffen und wie funktionieren Gems, die ihr könnt jetzt quasi das Zuschauen beenden, wenn es euch nicht mehr interessiert. An alle anderen, die noch ein bisschen beim Geldfarmen zuschauen wollen, beim Leveln, könnt ihr gern dranbleiben. Schauen, wo sind wir hin? Einfach hier mal ein bisschen weitergehen.
92% haben wir die Karte hier schon erforscht. Ich glaube, diese Karte ist zu Ende. Und ich glaube, entweder habe ich irgendwas total vercheckt, aber hier gibt es keinen Warp-Punkt in dieser Karte. Gut, dass die jetzt mal zu Ende ist. In den Knie des Dschungels. So. Da sind wir. Die Karte schauen wir uns mal hin, also relativ nah. Hier links ist unser nächstes Ziel. Dann sprechen wir mit der Rose, der Rose. Die hat mir 200 Silber gegeben. Wird natürlich jetzt nicht allzu viel. Was möchte die von uns? Die möchte, dass wir hier hingehen und die Leertaste drücken. Eins. Halskette von der Anne. Schauen wir doch mal. Lass uns mal die weitersuchen. Achso, die Spuren, wir sollen diese Spuren folgen. Das mal. Direkt mal killen. Also die Tante möchte mit uns reden, die können wir uns hier aus dem Weg gucken. Ist eigentlich vollkommen egal, wenn wir das Set an uns behalten kann. Und dann können wir mal ein bisschen umschauen. Also schauen wir uns ein bisschen um. Irgendwie scheint mir zu fluten oder sowas in der Richtung. Achso, da fällt mir ein, das ist mir beim letzten Video aufgefallen. Spielsound, ein bisschen laut oder? Sein. Machen wir doch einfach mal die Effekte etwas leiser, so, damit ihr mich besser versteht, wenn es überhaupt in eurem Interesse ist. Okay, wir sollen also nach öffentlichen Hinweisen suchen. Leertaste. Nichts gefunden. Super. Hier, die Tess. Guck an, haben wir dich doch. Du sagst mir jetzt, bist du auf der Seite der Dämonen? Nein, ich bin keine. Nicht auf der Seite der Dämonen. Es geht's ja gut. Wo sind die Dorfbewohner? Die Dämonen, sie haben es mitgenommen. Rose, renn. Okay. So. Aber easy peasy. So, geht's hier oben weiter? Ja, okay. Weiter. Leveln. Schnelles Silber holen. Das
auch egal, was wir das nehmen, weil wir ja dieses andere Set haben. Und jetzt sollen wir die Dorfbewohner befreien. Okay, aber an der Stelle würde ich sagen, ist diese Folge zu Ende. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.